Hallo und willkommen zu einer Portal 2 Community Singleplayer-Kammer, die ich zufällig gefunden habe. Es gibt ja genug von denen, die man zufällig finden kann. Vielleicht ist sie ja ganz gut, dann seht ihr sie jetzt. Ansonsten seht ihr sie nie und dieses Gespräch hat niemals stattgefunden. Auf jeden Fall ist sie sehr customartig und vielleicht auch was Besonderes. Mal gucken. Ja. Und sie besteht darauf, dass man die Beschreibung liest. Habe ich aber schon getan, da steht eigentlich nichts Besonderes drin, würde ich mal behaupten. Wusstest du, dass man Menschen mit einem schlechten Gewissen viel einfacher erschreckt? Entschuldige, ich weiß auch nicht, was das war, aber eine interessante Tatsache, nicht wahr? Also ich habe mich nicht erschrocken. Das Ding heißt The Mystery Chamber. Mal sehen, was man mir damit sagen will. Aha. Sie ist etwas kaputt. Und sie braucht 3 Aktivierungen für den Ausgang. Und dann muss ich überhaupt noch hinkommen zum Ausgang. Vielleicht von da hinten irgendwo. Ja, mal gucken, mal gucken. Und man weiß immer nicht, was hier noch funktioniert, ne? Sowas finde ich immer besonders schön, wenn sich die Kammer währenddessen noch ein bisschen bewegt, wenn sie sozusagen lebt. Das hat sich jetzt ja, wenn man so will, sogar repariert. So. Bums, der ist aber auch wie ein Stein zu Boden gefallen. Joa, noch kriege ich den hier nicht raus. Das wird dann also da erledigt mit einem Laser. Ah, den kann ich tatsächlich schon abgreifen. Aber ich kann natürlich... Aua. Moment mal. Ich kann doch schon runter. Ah, das sah ja auf den ersten Blick auch wieder fies aus. Aber diese Suppe ist eigentlich immer sehr schön. So, ich kann also... machen wir mal so. Ich kann so raus. Das ist ja auch ungewöhnlich. Das sind genau 5 von diesen halben Kacheln. Also 2,5 große. Hat man ja sonst auch nicht unbedingt so. Jetzt holen wir den Laser da. Jetzt trifft der da. Okay, das war schon mal im Bereich des Möglichen, sage ich jetzt mal. So, jetzt haben wir da noch einen Empfänger. Das ist übrigens die 3 fürs Ziel. Huch. Da fällt noch mehr auseinander. Das ist die 3 fürs Ziel. Das war aber nur für den Grill. Oh. Bin ja normalerweise keiner, der sowas macht. Aber jetzt hat sie mich gerade mal gestört. So viel Zeit muss sein, sag ich immer. Okay, was will ich denn machen? Was habe ich denn damit? Habe ich nur den Ausgang gemacht? Okay. Dann ist the question, what is the question? Hehe. Aua. Jetzt könnten wir mal da hochfliegen. Nee. Kann ich da hochfliegen? Wahrscheinlich nicht. Glaub nicht, dass der Schwung reicht. Oh! Da wäre schon eine Brücke oder was ganz hilfreich. Ach, kann ich da durchschießen? Okay. Dann gehen wir mal hier hoch. Jetzt könnten wir natürlich wieder so... Ach, sind das 1 und 2? Okay. Könnte man wieder so eine Lasergeschichte gebrauchen. Ich habe immer noch keinen Plan, wie ich da rüberkomme. Okay, also hier muss der Laser durch und da unten muss er zum Schluss treffen. Gehe ich doch nochmal runter. Das heißt, er kommt zum Schluss. Wahrscheinlich da irgendwo raus. Möglichst gerade oder vielleicht auch schräg. Ich hole ihn also erstmal hier. So, wo schieße ich ihn raus? Dann nehme ich den Würfel wahrscheinlich mit nach oben. Mache ich das mal so. Also ich kann das jetzt nur in der Theorie machen, weil ich ja hier nicht einsteigen kann. Aber wir gehen mal davon aus, der Laser kommt jetzt hier irgendwo gerade raus. So. Und ich... Das kann ja nicht so schwer sein. Er kommt gerade raus und ich schieße ihn auch gerade wieder rein. Also zum Beispiel so. Ne, es geht ja doch nicht. So viel Portal habe ich nicht. So viel Portal habe ich nicht. Hilfe. Hä?
Moment mal. Noch mal genauer hingucken. Da gibt es ja noch einen Würfel. Vielleicht sollte ich mich mal auf den konzentrieren. Aber wie? Kommen wir denn da bloß hin? Geh noch mal da runter. So. Das ist noch nicht mal eine Portalfläche. Okay. Oh. Okay, das muss auch noch geöffnet werden. Ach so, dann machen wir das mal. Wo habe ich den Würfel zuletzt gelassen? Oben. Ich glaube, wenn man gut hinguckt, dann ist die Kammer machbar. Es sei denn, ich bin noch in der Erfindungsphase und später kommt was ganz Fieses. Also, jetzt gehen wir erstmal hier runter und wir würden jetzt mal so treffen. Sagen wir mal so. Und zwar machen wir so. So. Allerdings. Na doch, es geht auch. So, jetzt trifft er hier und macht da auf. Eigentlich auch nicht so schwer. Würfel holen, Würfel rausnehmen. Okay. Jetzt haben wir den Luxus von 2 Umlenkwürfeln. Aber hilft mir das was? Ich muss ja nach wie vor den Laser erstmal nach oben bekommen. Also wenn ich ihn jetzt hier drehe, ich glaube, das hilft nicht viel. Denn da oben kann ich ihn auch nicht wirklich abgreifen. So. Das heißt, der wird schon irgendwie erstmal... Hä? Keine Ahnung. Eine Fläche gelenkt? Vielleicht schräg? Ah, vielleicht doch schräg. Das bringt mich nicht vorwärts. Ich meine, ich könnte es jetzt irgendwie so machen, dass ich... Schwierig, ne? Die sind beide nicht in einer günstigen Flucht, dass ich das beides treffen kann. Okay. Also. Da oben ist ja auch noch was. Und ich hoffe, da fährt sich noch irgendwas aus, wenn ich die beiden treffe. Vielleicht probiere ich das jetzt mal einfach. Wo habe ich den anderen gelassen? Da unten. Den hole ich erstmal wieder zurück. Mal doch mit beiden hoch. So, einfach mal, um es gerade zu machen. Also, jetzt käme der da gerade raus, dann schieße ich ihn da durch. Ah, ich sehe schon, ich schieße ihn durchs gleiche Portal wieder schräg zurück. Das wird irgendwie so ein Trick sein. Ja, das könnte sogar klappen. Und zwar... Das liegt ja hier alles krumm und schief. So kann es nicht gehen. Und zwar... Ja, ein bisschen noch. So ist das gut. Und... So dürfte das auch okay sein. Und jetzt gucken wir mal. Wobei, wenn das so rauskommt, dann ist das genau die falsche Richtung. Ja, das ist so eine Sache, die fällt mir immer recht schwer. Aber ich glaube... Nee, kann ja auch nicht gehen, oder? Ja, doch. Ich glaube, so ist es genau umgekehrt, ne? Also ich muss zu... Ich muss zu der Seite rausschießen. Ja, so dürfte das jetzt klappen. Also, hier kommt er an. Hier geht er weiter. Jetzt muss man das leider ein paar Mal durchprobieren, wenn es nicht gleich beim ersten Mal klappt. Aber sagen wir mal so. Und wehe, jetzt muss ich hier auch noch irgendwelche Spielereien machen mit Verlängern, damit ich einen richtigen Winkel... Und hier sieht man ja schon, dass das trifft.
Moment. Nein! Aber fast. Okay, es war ein bisschen zu weit. Es muss weiter nach links, ne? Okay, das kriege ich hin. Also praktisch... Kann's ja eigentlich hier schon sehen. Denk mal, so groß wird sich das nicht verändern, vom Winkel her. Vielleicht klappt das schon, wenn man es hier sieht. Ich meine, ich setze es ein kleines Stückchen hier zur Seite, ne? Okay, ist doch ein großes Stückchen. Also muss ich praktisch doch weiter nach rechts zielen. Irgendwie so ein Mittelding jetzt hier. So. Also kann sein, dass ich jetzt hier was falsch mache, aber diese Trockenrumprobiererei, da man ja hier nicht rein kann, finde ich gerade ein bisschen... Naja, nervig wäre jetzt auch übertrieben. So. Jetzt habe ich alle getroffen. Ja. Und da hätten wir wieder den Spaß. So wie ich das jetzt mache, muss ich da oben treffen. Wie komme ich denn überhaupt darüber? Was ist das da für eine Ecke? Mann, oh. Oh, das ist verdächtig, ne? Ah, das traue ich mich nicht. So viel Schwung kriege ich doch nicht. Dann sterbe ich und dann ist vorbei. Aber ich habe jetzt die ganze Kammer gesehen. Was macht das eigentlich? Muss ich auch mal rausfinden, ne? Ich glaube, ich starte das Ding gleich neu. Denn jetzt werde ich unweigerlich sterben. Aber damit die Kammer nicht ganz so lange dauert, mache ich mal diesen hier. Dann kann ich hier wenigstens wieder einsetzen. Okay. Das funktioniert tatsächlich. Aber ich kann jetzt da oben nicht treffen. Das heißt, ich muss von hier hinten... die Portale neu schießen. Also erstmal kann ich wieder meine Verbindung machen. Das Gute ist, es steht ja noch alles so wie es muss. Aber Moment mal. Ich muss ja... Also ich komme doch hier nur per Portal hin. Entweder ich schwinge oder ich gehe hier durch. So. Ich kann da überhaupt nicht durchschießen, sonst würde ich natürlich einfach... Nee, ich muss von da oben hier rüberkommen. Geht ja auch nicht. Ich glaube, jetzt beginnt die Schwierigkeit. Also, wenn ich einmal hier rüber geschwungen bin, dann habe ich beide Portale verballert über... die Wand und über den Boden, so wie ich es gerade gemacht habe. Dann kann ich einzig und allein, um zurückzukommen... eigentlich nur hier so Sachen treffen. Ich kann aber jetzt eigentlich schon meine Verbindung nicht aufgeben. Das heißt, ich müsste direkt da hochkommen. Das geht natürlich gar nicht. Dann, probiere ich jetzt einfach nochmal die Sprungfeder aus. Wobei ich nicht weiß, was die mir helfen hat. Die führt wahrscheinlich... Achso, die führt hier hoch. Okay. Ja, also die ist überhaupt keine Lösung, ne? Die ist nur der Rückweg, falls man vielleicht irgendwie was mit dem Grill verhauen hat oder so. Okay, die ist keine Option. Das heißt... Ich könnte jetzt diverse Möglichkeiten probieren, wie ich da drüben wieder ankomme. Also. Toll. Ich gebe es nochmal auf. Ich gehe nochmal hier hoch. Und guck nochmal, was ich von hier oben so treffen kann.
Jetzt bleibt wieder nur der Schwungweg. Und den kann man auch hier nicht nutzen, also... Moment, also hier ist eine Bodenfläche, aber... Die hilft ja nur herzlich wenig. Also hier kann man Portale machen, aber... Bringt einem ja nichts, hier zu schwingen, oder? Wenn man da hoch genug kommt. Die Frage ist, von wo? Vielleicht von weit da hinten oder von weit da vorne? Es wird beides nicht gehen. Ich probiere es mal da. So, wenn ich jetzt das Bodenportal da mache. Oh, tatsächlich. Tatsächlich. Oh. Okay. So, jetzt kommt... Jetzt kommt Orange hier hin, weil da brauche ich es nicht mehr. Jetzt komme ich hier wieder raus. Ach, wunderbar. So. Jetzt muss ich mich erinnern, wo der Laser herkam. Von hier? Jetzt gehe ich wieder zurück und von hier kann ich ihn holen. Und dann geht er wieder dadurch, dadurch, kommt da wieder raus und trifft wieder so, wie ich es schon mal zusammengebastelt hatte. Nein, er trifft nicht. Warum? Aua. Okay, die 3 trifft nicht. Warum trifft die 3 nicht? Hm. Das ist ja jetzt wieder kritisch hier. Jetzt kann ich natürlich überhaupt nicht sehen, in welche Richtung es nicht trifft. Kann ich raten. Was war denn vorhin mein Problem? Also der trifft schon. Ach so, das Portal wird das Problem sein. Weil das minimal anders sitzt als vorhin. Aber da gibt es eigentlich nicht so viele Möglichkeiten, ne? Hm. Also ich denke, das da kann ich nicht anders setzen. Aber auch fast nicht. Also ich kann es weder in der Höhe groß variieren, außer dass es gleich da nach ganz nach oben rutscht. Und in der Breite, also in der, ne, in der Achse geht es eigentlich auch nicht. Ja, komisch, weiß ich auch nicht. Muss ich nochmal ausrichten hier. Was ist eigentlich da? Hm. Ja, dann kann man jetzt nur raten. Warten und probieren. Trifft das? Hm. Und es muss auch noch richtig liegen. So, vielleicht mal so probieren. Sehr gut. Du bist ein Jäger und die Tests sind deine Beute. Ich habe mich übrigens für einen neuen Test über Haie informiert. Kennst du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Dachtest du Haie? Falsch. Die richtige Antwort heißt niemand. Niemand außer dir ist so sinnlos grausam. Klar, das ist ja überhaupt nicht nachtragend. So, ich werde nochmal dran erinnert, die Beschreibung zu lesen. Könnt ihr vielleicht auch mal machen, wenn ihr wollt. Ich weiß nicht, was die mir sagen soll. Aber die Kammer war auf jeden Fall gut. Sie war jetzt auch nicht so schwer, aber ich habe ein bisschen dran gebraucht, ne? Ja. Schreibt mir gerne, was ihr dazu zu sagen habt, wie ihr sie fandet. Ich fand sie jetzt eigentlich genau ein gutes Mittelmaß, um ein bisschen zu tun zu haben, ja. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.